Innovative Gastronomen setzen mittlerweile fast alle auf Nachhaltigkeit und gute Produkte. Es gibt allerdings einen Aspekt, den viele Gastwirte optimieren können. Und zwar der sorgfältige Umgang mit Lebensmittelabfällen. Das dient nicht nur unserer Umwelt. Direkt neben dem Bahnhof Bern hat die Foodways Consulting GmbH ihren Sitz. Ein Projekt von Geschäftsleiter Markus Hurschler und seinem Team ist United Against Waste. Wir sind eine Brancheninitiative, und zwar eine Brancheninitiative mit vor allem einem Ziel, und das ist Lebensmittelabfall reduzieren. Unsere Mitglieder sind aus der ganzen Branche vom Ausserhauskonsum, aus der Gastronomie, aus dem Handel, aus der Produktion, also entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Die Reduktion von Lebensmittelabfällen, ein Aufwand, der sich lohnt. Unsere Initiative vernetzt unsere Mitglieder und Partner, also die ganze Branche, auf dem Thema Lebensmittelabfälle, damit wir innovative Lösungen finden können, um Abfälle zu reduzieren. Das hat verschiedenste Vorteile. Man kann das Thema kommunizieren an Gäste und Partner und Kunden. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Aber man kann auch Kosten sparen, weil man eben weniger Abfall produziert und gute, innovative Lösungen findet. Viele Gastronomen scheuen sich, das Thema anzugehen. Dabei bietet United Against Waste sogar spielerische Möglichkeiten, die Lebensmittelabfallreduktion im eigenen Betrieb klarer unter die Lupe zu nehmen. Eines unserer beliebtesten Angebote ist unsere Software zum Messen von Lebensmittelabfall. Die kommt zusammen mit einem Beratungsangebot. Es sieht folgendermaßen aus, dass man ein Tablet bekommt im Betrieb für einen Monat. Und dann tut man tagtäglich den Lebensmittelabfall sehr detailliert erheben. Am Ende des Monats schaut man das zusammen mit dem Berater an und sieht dann, wo genau kann ich was machen, um den Lebensmittelabfall zu reduzieren und entsprechend den Prozess zu optimieren. Corinne Welti und Markus Hurschler haben mittlerweile viele Erfahrungswerte. Und diese zeigen, nicht nur die Umwelt profitiert von der Reduktion der Lebensmittelabfälle. Auch die Gastronomen erzielen einen klaren Gewinn damit. Im eigenen Portemonnaie. Die Erfahrungen aus unseren Beratungen zeigen, dass sie rund ein Viertel von ihren Lebensmittelabfällen einsparen können. Das ist natürlich ein grosses Sparpotenzial. Wir haben einen Betrieb, einen Beispielbetrieb, ein Hotel, das pro Tag rund 170 Menüs rausgibt. Und sie sparen jetzt 3'000 Franken im Monat. United Against Waste lohnt sich und schafft für Umwelt und Betriebe eine für wahr klassische Win-Win-Situation.